Nee, darf man nicht. So, jetzt sollen wir erstmal Hallo sagen. Hallo. Ja, herzlich willkommen zum neuen Video auf Living Down Under, hier direkt aus dem Tesla raus. Wir fahren gerade, Auto fährt selber nach Brisbane. Heute Abend ist Graduation, das heißt auf Deutsch Uni-Abschluss. Christoph hat seinen Uni-Abschluss heute, seinen zweiten Uni-Abschluss, und da fahren wir jetzt gerade hin. Dann nehmen wir euch mit. Wir haben heute eine gute Chance, pünktlich zu kommen. Noch anderthalb Stunden. Nicht so früh. Anderthalb Stunden noch haben wir Zeit, bis es anfängt. Ja. Und noch 20 Minuten Fahrzeit. Und wir müssen diesmal die richtige Halle finden, weil letztes Mal waren wir nämlich an der falschen Halle und dann sind wir zu spät gekommen. So peinlich. So peinlich. Aber wir waren nicht die Letzten, es waren noch andere noch später. Aber es hatte schon angefangen. Es ist jetzt abends um 4:30 und wir haben noch 38 Grad hier. So, jetzt haben wir noch 2 Kilometer bis zum Parkhaus und noch 7 Minuten. Wir kommen also über eine Stunde zu früh dort an. Afternoon, how are we? Good. If you see that good looking gentleman, he'll look after you. Just one meter. Hello, how are you? Yeah, he is. He is a bit, yes. That's why you have the air conditioner and he hasn't. Yeah, hang on, I've got cash here. If you like, yep. And we'll give you $3 in change. That's very kind of you. Thank you very much. Well. Thank you very thank much. You, same to you. Have a good Christmas. Thank you. 17 Dollar. 17 Dollar bezahlt zum Parken hier. Ja, das ist dein Sohn dir aber wert. Ne? Ich weiß nicht, ob es mir das wert ist. Das sind 17 Dollar. Ja. 17 Dollar, das will ich vom Chrissy wieder haben. Ich muss mal. Du musst mal. Ich muss mal. Ja, die wollen alle hier in dir parken. Vermutlich, ja, ja. Angezogen. Ja, so wie wir. Ich habe ein weißes Hemd angezogen heute, habe ich gedacht, da sieht man die Schwitzflecken nicht so drauf. Ja. Turnschuhe habe ich angezogen. Letztes Mal war das nicht so gut in Turnschuhen und kurzer Hose. Fand ich aber gut. Es war nämlich auch warm und ja, mir war da nicht so warm. Aber die anderen Männer sahen nicht so aus. Ja, die anderen Männer. Das ist, gucken wir ja nicht nach anderen Männern, oder wie? Ich guck schon noch nach anderen Männern. Da habt ihr's. Nach anderen Männerfrisuren und so. Ach so, ja. Wie ist da meine überhaupt heute Abend? So, dann los. So, was brauche ich alles? Die Kamera brauche ich. Mein Handy brauche ich. Da ist die Tasche schon mal schön voll. Mein Portemonnaie geht in die Tasche rein und die Kamera nehmen wir auch mit, die kleine. C20 parken wir. C20, genau. Hier geht es zum Cremorne Playhouse. Das habe ich keine Ahnung. Hier geht es ja zum Parklands. Sind doch alle in die Richtung gelaufen. Nämlich keinen Empfang hier unten. Tut sich nämlich. Da Concert Hall Q-Pack. Müssen wir hin, da steht's. Venue. Da steht's. Ja. Das war jetzt nur, wo wir da hinkommen. Es ist im selben Gebäude. Also wir haben gute Chancen, das zu schaffen. Ja, aber es ist ja noch nicht da, da stand nur ein Schild. Heißt ja nicht, dass du es gefunden hast. Doch, du hast jetzt hier wahllos rumgeirrt. Hier steht es nochmal, Concert Hall, da müssen wir hin. Aber das ist für die... So, und hier kann man jetzt auch schön nette Fotos machen lassen dann. Zum Abschluss des Studiums. Kam natürlich doch jemand rein. Und das ist ja Chrissys zweite Graduierung.
Ne? Heißt das so? Sein zweiter Uni-Abschluss. Ne? Ja. Ist ja eigentlich schon fertig mit der Uni, mhm. aber hat noch ein Honors hinterher gemacht. Das heißt, es ist so eine Art... Eine Mischung zwischen Bachelor und Masters. Oder? Die hat einen Honors in Physik gemacht mit einem A-Abschluss, A-Plus-Abschluss oder irgend sowas. First, ne? Class. First Class. First Class. Wie das alles heißt. Er erklärt es euch nachher selber mal. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, auf jeden Fall haben wir hier vor einem Jahr schon mal gestanden, an dem Weihnachtsbaum, haben Fotos gemacht. Da war er mit der Uni fertig und jetzt ist er richtig mit der Uni fertig und jetzt könnte er seinen Doktor machen, was er aber im Moment nicht machen will. Aber es kann immer noch machen, er hat diesen Abschluss jetzt und das ist jetzt der Einstiegspunkt, Eintritt, ganz einfach. Und dann kriegen wir unsere Kreuzfahrt. Dann kauft er mir einen Tesla. Was ist ein Tesla? Ah, okay. So, das ganze Gebäude nennt sich nämlich hier Queensland Performing Arts Center. Direkt am Fluss in Southbank in Brisbane hier. Ja, weiß ich auch nicht, mehr kann ich ja nie erzählen. Also das ist ein riesen Kunstzentrum hier. Da gibt es Schauspielerei, machen die hier Kunstausstellungen und alles solche, ja, solche Sachen. Ihr werdet es gleich sehen, wenn wir reingehen. Es ist eine riesen Bühne da, das ist ein riesen Orchestersaal praktisch, wo alles stattfindet. Und auf der Bühne kommen dann die studierten Leute praktisch ran und kriegen dann ihre Urkunde. Und ja, es ist alles ganz feierlich. So, jetzt sind wir hier in der Konzerthalle. Und wenn die Crystal durchs Bild gelaufen ist, dann kann ich euch weiter erzählen. Da vorne sitzen die ganzen Eierköpfe. Und wir haben natürlich keine Ahnung, wo Christoph sitzt. Letztes Jahr hat er sich hinter jemandem größerem versteckt. Und mit dem Joel Edward von Treffield. Das ist der wohl Holländer. So, also er hat jetzt einen Bachelor of Science und Honors in Physics First Class Honors. Ja, und das ist diese Konzerthalle hier. Hier werden halt normale Konzerte auch stattfinden drinne. Und hier oben ist nochmal eine Empore drüber. Da sitzen auch Leute auf dem Balkon hier oben. Und dann hat man hier diese Akustikdecke eingebaut, die angestrahlt wird. Und hier vorne ist dann die Bühne. So, und die Männchen im roten Gewand hier vorne, die haben alle ihren Doktortitel oder was Besseres. Und die im blauen haben ihren normalen Abschluss. Und Chrissy ist ja jetzt so dazwischen irgendwo, aber er hat auch was Blaues an. Aber wir wissen nicht genau, wo er sitzt. Please switch off all mobile phones and that the use of recording devices is prohibited. Ja, jetzt wird es ja ganz feierlich hier. Jetzt kommen die ganzen wichtigen Leute von der Uni. Das ist so ein bisschen wie bei Harry Potter jetzt. I believe that our graduates would be the first to admit that while graduation celebrates their individual successes, their accomplishments would not be possible without all of you, without the strong support networks that they have through their studies. As you move into the wider community, taking all that you've learned at QUT, your intellectual application and your hard work, I would just like to put one key idea into your mind. Jetzt gehen schon die ersten. And I'm sure you will go forth and prosper. Some of you... So, jetzt wird's gleich spannend. James Sutter. Müsste jeden Augenblick. Mechatronics, first class. Wow. Kyle Fraser. Honors. Gabriella Teresi. Da ist er ja, der Lump. Christoph Kipp.
Wie wird denn das ausgesprochen? Ha? Also. Master of Applied Science, Medical Physics. Hashim Al-Gamani. Hallo, Stan. Meinst du, es gibt was zu essen? Konzept. Master of Business Process Management. Hier gibt's nichts zu essen. Das sind die ganzen Doktoren jetzt. Undertaken in the field of biomedical engineering, David Peter Forrester. Ich glaube, jetzt sind wir fast durch mit dem Reden. Doch. Das ist schon eine lustige Mütze. It is my pleasure to call on our student representative speaker, Chloe Chan. Nehmen wir ihr Schwert wieder mit. Bachelor of Science, Honors Physics, First Class Honors. So, alles unterschrieben? Ja, okay, alles gut. Sehr schön. Ja, hier. Anscheinend gehen wir jetzt noch was essen oder was trinken. Christoph hat was gebucht im Biergarten für zwei Personen. Aber wir gehen einfach mit. Dann kriege ich auch noch 17 Dollar von dir. Für was? Fürs Parken. Ja, that's your problem. Damit wir hier im Untergrund geparkt haben jetzt hier. Guck mal hier, das ist aber auch jetzt hier, ne? Im Dunkeln. Schön. Hier ein Traum, ha? Gut, mach's gut, Digga, ne? Tschüss. Mach's gut, hast du schön gemacht, ne? Danke. Ja. Schönen Dank für die Einladung. Naja, der Biergarten hier war so 6 von 10 würde ich es geben. Ne? So, also mein Wein war sehr, sehr lecker. Der war lecker? Ja. Okay, also dann geben wir eine 7,5 von 10. Aber Christophs Bier war nicht schön. Nee, das Bier war nicht gut, also bleib mal bei einer 6 von 10 lieber. Ich denke auch, das wird nicht, besser wird es nicht. Ich glaube, wir können jetzt hier runter die Treppen gehen, sonst müssen wir den ganzen Schleif da. Hier im Carpark P2. Also wir wollen ja zum P1, ne? P1. Ja, da geht es ja jetzt wieder hoch, oder wie? Also das ist ja schon ein bisschen gruselig. Wir sind jetzt aber nicht gelaufen von hier. Nein. P1. Auto haben wir gefunden. Jetzt haben wir noch 1,5 Stunden Fahrt vor uns. 1 Stunde 20. 1,5 Stunden. So, Freunde, sind wir wieder zu Hause, huh? Was man immer so sagt dann. Es ist jetzt 10:30, aber hat sich gelohnt. War ein schöner Abend, haben noch ein bisschen was getrunken mit dem Chrissy und jetzt sind wir wieder hier. Wie immer, schönen Dank fürs Zugucken und dann sehen wir uns bald im nächsten Video wieder am Freitag. Das ist noch dreimal schlafen. Dann nehmen wir euch wieder mit, wenn wir gehen zum... Ich sag mal noch gar nichts. Freut euch drauf. Also, bis demnächst und denkt dran, bleibt sauber. Macht's gut. Tschüss. Wir machen gerade Fotos.